Lange mussten wir darauf warten, doch endlich geht es los mit dem Let's Play zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution! Servus Freunde, grüße miteinander! Guten Tag zusammen! Willkommen zu diesem neuen Let's Play auf meinem YouTube-Channel. Ja, neues Let's Play hat, in Anführungszeichen ist das korrekt, das ist wirklich jetzt ein Let's Play, was jetzt so startet. Wir hatten zwar schon vor einiger Zeit mal einen Let's Test davon gemacht, irgendwie stundenlang und so, aber ist schon eine Weile her. Und ganz ehrlich, wenn man schon aktuell ein neues Yu-Gi-Oh! Spiel zocken will, warum denn nicht dieses hier, nicht wahr? So, wir legen direkt mal los. Was jetzt, ihr seht jetzt natürlich auch von wegen, ne? Also schon ein paar Punkte da rechts oben und so, ein paar Dinge hier sind irgendwie schon freigeschaltet. Ja eben, das liegt halt daran, dass wir damals einen letzten Test gemacht hatten. Und deswegen gewisse Dinge halt schon freigespielt oder beziehungsweise aktiviert habe. Sollen uns hier jetzt nicht großartig kümmern, denn das Let's Play ist ja in zwei Teile aufgeteilt. Zum einen, Punkt Nummer 1 ist mal das Offline-Let's Play. Ich weiß, Offline klingt so doof, aber es ist halt so. Wo es darum geht, dass wir halt die Kampagne zocken, ein bisschen Tutorials machen und so. Also ein bisschen so Learning by Doing. Wie zockt man aktuell ein bisschen Yu-Gi-Oh! Vor allem natürlich mit den neuen Karten, beziehungsweise neuen Kartentypen und neuen Regeln. Und so weiter und so fort. Im zweiten Teil dann gehen wir wieder online. So wie früher in guten alten Zeiten mit dem Let's Play Online, meiner Let's Play Online-Reihe. Da hatten wir zum Teil auch irgendwie Yu-Gi-Oh! Und Dragon Ball Z und Naruto und so. Ja, das war geplant. Jetzt aber erstmal geht's los. So, ihr seht auch hier schon Serien, ne, abgeschlossen. Ja, noch nicht so viel gemacht, logischerweise. Vom Let's Test her haben wir noch nicht so viel geschafft, aber wir machen es so, wir fangen natürlich wieder von vorne an, ganz klar. Weil alles andere wäre ein bisschen creepy. So. Yu-Gi-Oh! Geschichte werden geladen. Soll ich trotzdem weiterklicken oder was? Ja, okay. So, ich werde es so machen, ich werde jetzt hier nicht alles vorlesen, Leute, weil ganz ehrlich, das, ich werde vor allem die, sage jetzt mal, die interessanten oder lustigen Stellen vorlesen. Weil zum Teil gibt es doch irgendwie Übersetzungen, wo man sich denkt, hä? Zum Teil auch ein bisschen lustig sind und so. Die werde ich vor allem übersetzen. Der Rest wird relativ klar sein. Beziehungsweise, ja. Ein bisschen Standard, weil die Geschichte von Yu-Gi-Oh! Und so. Zum Teil kennt man sie, zum Teil auch nicht. Weil hier zum Beispiel die Geschichte von Yu-Gi-Oh! Beginnt an der Domino High School, wo das Kernspiel Duel Monster der letzte Schrei war. Ja, gut. Ja, interessant. Weil unsere Geschichte von Yu-Gi-Oh! Beginnt, als Yugi seinen Freund Joey zur Regeln von Duel Monster beibringt. Hey Joey, Alan Joey, du bist dran. Ist er nicht süß, wenn er nachdenkt? Hey Tristan, Yugi bringt mir gerade dabei, um Duel Monster spielt. Duel Monster? Duel Monster, so Dumpfbacke. Ah, sind schon seit Stunden dran, ey. Joey begreift so langsam die Regeln, aber Yugi ist wirklich ein Meister seines Fachs. Okay, Yugi, es wird Zeit für ein Duell. Jo, das wird's. Shiranui, jetzt habe ich doch irgendwie das meiste vorgelesen, war. Egal, komm. Was ein ergreifendes Intro. Eine Geschichte erzählen. Okay, also ungefähr im Yu-Gi-Oh! Spiel weiß ich noch. Dass sie Fahrrad fahren. Du verlernst halt oder weißt halt die gewisse Regel nicht. So. Was nehmen wir da als Anfang? Ich spiele mal den. Muss ich irgendwas. Okay, gut. Direkt mal setzen. Ich spiele ein Monster im Verteidigungsmodus. Oder setze es im Verteidigungsmodus von mir aus. Wie öffne ich die? Ah, mit B, okay. Die ganzen Phasen, ne? Die Draw-Phase, die. Was war die Special-Phase? Nee. Ja, Main-Phase, Battle-Phase, Main-Phase 2 und M-Phase. Was waren die S-Phase schon wieder? Draw-Phase? Ah, Standby-Phase, ja, logischerweise, ne? Das ist die Phase, um bereits irgendwelche Fallen und so aktivieren könnte, theoretisch, oder sonstige Effekte. Da hat er mich einfach angegriffen. Der olde Joey. Schade, Untote bin ich noch jetzt noch nicht so viel. Ja, ich weiß alles. Werden das bei dir fast noch ein Dankespunkt dazu? Habe ich irgendwas Brauchbares? Oh, Gravitos. Was, hallo? Oh, der will das. Ich hasse es, wenn ich durch das Duell geführt werde und Karten aktivieren musste, der Gegner irgendwie sagt. Beziehungsweise, was heißt Gegner? Die mir irgendwie so ein Computerfuß sagt: Hey, mach das mal. So, was? Ich wollte den rufen! Mann, das ist doch. Okay. Ruf mal den Ninken-Hund. Wenn der Computer unbedingt will, dass ich scheiße spiele, von mir aus. So, erstmal mal zur Battle-Phase. Ja, so weiß ich jetzt noch.
Ich bin jetzt nicht so doof, dass ich mit einem schwächen Monster angreife, wenn ich zu wenig Boost hätte in Angriffspunkten, war. So, ja, ja. Zug beenden, dankeschön. Scheiße, Toil. Aber ja, machen wir jetzt halt, weil es irgendwie auch zur Kampagne gehört. Obwohl Kampagne klingt nicht so doof. Für mich ist halt die guten alten Story-Modus der Kampagne, wie wir sie halt zuletzt so bei Yu-Gi-Oh! Online 1 bis 3 hatten. Also zumindest mit dem Herumlatschen und so. Oder halt bei den Yu-Gi-Oh! Spielen auf den 3DS. Das waren ja so vor allem von Yu-Gi-Oh! 5Ds. Die Spiele. Vor allem, wie heißt das zweite Teil? Revenge of Arcade, das war so geil. Aber ja, ist schon lange her. Aber vielleicht zocke ich es auch mal bei Gelegenheit. Ich meine, ist so zwar ein DS-Spiel, 3DS-Catcher-Karte hätte ich. Jo, kann machen. Hey, hallo? Will ich doch. Was ist das für... Ey, ganz ehrlich. Scheiß Computer, ey. Ich will einen Gravistoßdrache rufen. Hm, Stufe 6 Monster. Okay, ich muss ein Monster opfern dafür, weil ist er so, du kannst ja Monster Stufe 1 bis 4 einfach direkt rufen, also ohne Opfer. Monster der Stufe 5 bis 6 brauchen jeweils ein Opfer und Stufe 7, 8, theoretisch noch höher, brauchen zwei Opfer. Aber je nachdem, viel höher geht gar nicht mehr, außer sie haben irgendwelche anderen Spezialangaben noch, brauchen sogar drei Monster zum Opfern und so weiter und so fort. Und was mache ich jetzt hier? Ich will gerne den schwächeren Drachen. Drache, der in der Höhle haust, okay. Ich will gerne den opfern, weil er schwächer ist als ein Ninken-Hund. Um anzugreifen. Nee, das Spiel sagt mir, ich soll einen stärkeren Ninken-Hund opfern. Das macht Sinn, Freunde. Das macht Sinn. So. Okay. Der Effekt von Gravistoßdrache, nicht schlecht. Wobei, du brauchst einen permanenten Zauberkarte, das ist ja ein bisschen kacke. Wenn du so abhängig bist. So, ja, dann aktiviert doch mal die Karte hier. Schrei der Untoten! So ist es zumindest früher noch, im guten alten Anime. Dann kannst du, wenn es eine Zauberkarte ist. Nee, will ich. Wähle ja, dann wähle ich halt ja. Also ganz ehrlich, wenn du mir sowieso sagst, dass ich irgendwie die und die Karte aktivieren soll, dann spiele ich gerade selber. Scheiß Computer, ey. Scheiß Computer, ey. In der Battlephase ist klar. Du direkter Angriff mit dem Ninkenhund. Ja, ist mir natürlich schon klar, wieso sie es so gemacht haben, weil jetzt es passt perfekt. Hä? Joeys Lebenspunkte gehen direkt punktgenau auf 0 runter. Weil das anders gemacht hat, es auch funktioniert. Insofern. Du. So. Wow, so eine mächtige Karte fällt mich vom Spielfeld. Mächtig? Schon mal was von den Götterkarten gehört oder was? Messerkarten. Was? Einen Spielladen? Worauf warten wir noch? Lass uns hingehen. Okay, vielleicht kann ich meinen Großvater dazu bringen, uns eine super seltene Karte zu zeigen. Die Freunde ahnten nicht, dass jemand ihr Gespräch belauschte. Jemand, der auf der Suche nach einer sehr seltenen Karte war, die seiner Sammlung hinzufügen wollte. Der olle Seto Kaiba. Was? Gehirnbrecher? Was sind Gehirnbrecher? Ich wollte es eigentlich angucken, Mensch. Okay, haben wir das gemacht. Duell Nummer 1, kommen wir zum Duell Nummer 2, das Herz der Karten. Es war ja so, wenn ich mich richtig erinnere, im letzten Test, damals habe ich mit Yugi oder Yami Yugi gezockt, das heißt, zocken wir jetzt mal mit Kaiba. Was eigentlich doof ist, weil ich muss ja den zocken, der gewinnt. Hans würde gerne mal das Drachendeck von ihm ein bisschen testen. Wenn ein Deck von dir... Nö. Das machen wir später, Freunde. Unsere eigenen Decks benutzen. Weil solange noch nicht genug Karten freigeschaltet habe, bin ich eh nicht zufrieden. Und wir haben aktuell sicher nur irgendwie so, ich sag jetzt mal, Bilo-Karten, so normale Monster und Ritualmonster sicher auch noch. Und vielleicht noch irgendwie einfache Fusionsmonster, haben noch keine Synchro- oder Xyz-Monster und so. So, Schere, Stein, Papier Prinzip. Schere, Stein, Papier. Danke. Ich spiele das zweiten. War, wenn wir richtig reden, eigentlich immer besser. Also zumindest früher. Ist schon lange her. Oh,
Oh, Sangan. Gar kein schlechtes Monster. Also, natürlich von Werten her schon, aber es geht ja darum, dass man dank diesem Effekt, wenn sie auf den Friedhof landen, kann man sich ja ein Monster mit 1500 Angriffspunkte oder weniger vom Deck holen. Ne? Geht also ein bisschen Speed-Richtung. Ein bisschen Tempo zu machen und so. Okay, aber echt scheiß Karten. Will ich schon irgendwie alles rausholen? Ne, komm, ich ruf mal die Würgeschlange. Der Rest bringt sie sowieso noch nicht, daher sie kann direkt mal in die Battlephase gehen. Ich wollte gerade sagen, Battlephase 2. Hey, geht ja gar nicht. So. Faszinierender Kreis. Okay. Ja, hast du mich halt geblockt. Wobei ich mich frage, Yugi, was bringt das, wenn du sowieso Sangan draußen hast? Weil du willst ja eigentlich, dass er auf dem Friedhof landet. Sonst kannst du deine Effekte gar nicht nutzen. Na komm, ist was. Ich spiele mal 2 Karten verdeckt. 2 nette kleine Fallen, von denen Yugi noch nichts weiß. So. Ja gut, Kaiba, also irgendwie ein weißer Drache, wenn jetzt so schlecht langsam. Nee, noch zu früh. Nein. Das ist immer so scheiße. Nein. Welche Karte willst du rufen? Nur nutzen. Was soll das jetzt bringen? Hä? Was macht der? Ja gut, ich kann mal Ding hier rufen. Die hier. Ja, aber der mystischen Elfe. Gib ein paar Lebenspunkte bitte. Danke. Ja, hätte er für später aufbewahren können, ich weiß. Nee, komm. Kein Bock drauf. So. Ruf mal einen Kampfochsen. Oder Minotaurus. Nein, kein Effekt rufen. Nein. Ja, ist er gut, Alter. Übertreibt noch mehr. So. Ich kann noch nicht angreifen, aber nachher könnte ich es vielleicht mal opfern für was anderes. Oder erst mal einen Fallmeister setzen. Nachher. Die nächsten Zug dann. Nein, ist gut. Beine bitte. Nein, ich will die scheiß Kette nicht nutzen. Wir geben es auf den Sack, hey. Ey, ist gut. Mann! Schwarzes Loch! Oh, gut, Pech gehabt leider. Die fucking Exodia, habe keinen Bock drauf. Nee, es fiel mir zu schwach, ganz ehrlich. Krieg vor so einem schwachen Vieh, dass ich nicht meine wertvollen Fallen aktivieren, beziehungsweise verschwenden. Das kannst du vergessen. Battlestep, ja, ist mir klar, nee. Uh-oh. Also unterlegen ist natürlich auch fies in Kombination mit Exodia. Weil die anderen Teile der Exodia, abgesehen vom Kopf, sind ja normale Monster. Ne, dürfen wir nicht vergessen. Das ist natürlich ein weiteres Problem, weil die Kartenvernichtungskarte oder Crash-Card-Virus ist, glaube ich, im Englischen. Eigentlich eine geile Karte, prinzipiell. Problem dabei ist nur, also damit kann ich ja die stärkeren Monster meines Gegners ja quasi killen. Und vor allem sehe ich in den nächsten 3 Züge, was er Karten erzieht. Das ist soweit ja ganz cool. Problem ist nur, wenn er echt auf die Exodia sich bezieht, also die Exodia einrufen will, bringt mir das nicht so viel, im Gegenteil. Weil die Exodia-Teile sind ja alle schwache Monster. Aber jetzt bringt es noch nichts, weil er muss ja ein schwaches Monster für opfern. Also erst einmal hier mit dem Gym mal angreifen. Nein, 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 nein. So. Fallenkarte lassen wir noch, weil er bringt noch nichts. Das einzige schwache Monster, das er opfern könnte. Ja, doch, Minotaurus. Minotaurus. Zyklop wird auch gehen. Stimmt. Ernsthaft? Alter, Yugi, zieh das Duell noch länger in die Länge. Ey, Alter, leg mich am Arsch. Verteidigung stoppen. Ja, ist also gut. Dann mache ich aber trotzdem mal. Warte mal, ist gerade ein Winzen, das Monster.
Hä? Der Fall... Ach, stimmt, ist der Fallmeister doof. Der ist ja gar kein so... Das Vier, okay. Gehen wir in den Angriffsmodus. Vielleicht kann ich Yugi dazu bringen, dass er mich angreift. Dann wird es vielleicht doch noch irgendwas bringen. Dann stoppen bringt auch nichts und noch nichts. Muss jetzt aufwarten, bis die scheiß Lichtschwerter durch sind. Oh, ist das nervig. Drei Züge. Mystische Elfe. Naja, war klar, dass er die spielt. Das war klar, das war klar. Antike Regeln, wieso keine diese Karte? Beschwöre ein normales Monster Stufe 5 oder höher, Spezialanschauung deiner Hand. Okay, mach doch mal auf den weißen Drachen. Ist der echt abgebildeter weiße Drache? Da auf der Karte antike Regeln. Krass. So, ja, die Karte könnte natürlich spielen, aber bringt mir noch nichts. Jetzt ist die Frage, Fallmeister schon spielen? Nee, ist noch zu früh. Wenn es einen Effekt, Crash Card Virus bringt auch noch nichts, die zu spielen, weil ich gar nichts habe, womit ich irgendwie, ja, deaktivieren könnte oder opfern könnte. Ja. Goblin, Elfenschwerkämpfer. Alles interessante Karten. Oh, du. Dann top der Gier, ey. Ich kotze im Strahlen ganz ehrlich. Sag mal, kriegen wir irgendwie was Brauchbares hier? Nö, wa? Mann, ist mein Deck langsam. Ein bisschen auf Speed setzen. Ja, ich weiß, wenn es mir ein bisschen um Speed geht, die könnt ihr irgendwie auch, wie ist das anders schon wieder? Duelist Link oder so? Gibt es ein anderes, der schwarze Magier. Gibt es noch ein anderes, relativ aktuelles Yu-Gi-Oh! Spiel? Aber da bin ich kein Fan von. Weil da geht es halt darum, dass du auch noch irgendwie drei Felder auf dem Platz hast, du irgendwie überlegen kannst und so. Und klar, ich verstehe, es ist eine andere Art Yu-Gi-Oh! Zu spielen, ein bisschen mehr auf Speed und so. Aber du kannst halt andere Dinge halt so nicht mehr setzen oder nutzen. Und vor allem nicht... Oh, verdammt. Schwein gehabt. Und vor allem nicht für meinen Kampfstil, sag ich jetzt mal. Oder Spielstil eher. Deswegen, ich bin da eher oldschool. Neue Kartenmonster-Typen und so, gar kein Thema, bin ich dabei. Also solange es irgendwie... logisch erscheint, aber wenn es irgendwie darum geht, plötzlich, oh, jetzt hast du nur noch drei Felder auf dem Spielfeld, statt 5. Muss ich sagen, nee, komm, das ist irgendwie doof. Fucking ernst, noch eine? Aber langsam am meisten Drachen. Sagi, ah, der kommt wieder rufen. Der ist auch cool. Weil der ist ein Finsternismonster. So. Machen wir ein Crash Card Virus, dann müssen wir so einen schwarzen Magier killen. Dann stoppen, antike Regel, nee, bringt noch alles nichts. Fallmeister bringt auch noch nichts, weil er keine Falle draußen hat. Ist doch alles kacke. Wenn es weitergeht, hat er bald Exodia komplett. Der wilde Kaiser. Was soll man jetzt aktivieren? Ah, ein Crash Card Virus, jo. Der geht so, die berühmte Kaiba-Kombi. Mit Sagi-Klammer Dunkelheit. So, er hat bis jetzt aber nur ein Exoder-Teil. Okay, das kann noch eine Weile dauern. Hammut Friedhof, ja, alles so schwache Monster. Ein paar Ketten aktivieren, ja, soll er mal. Der olle Kettenspieler. Und auch ein paar Monster im Friedhof schmeißen. Das Problem ist halt... Oh, genau das meine ich. Er hat halt relativ viel Speed jetzt im Deck drin. Und entweder gehen die Karten aus, oder, und das befürchte ich vorher, da hat die komplette Exode schon draußen. Und Kaiba garantiert keine Karte, mit der man das irgendwie kontern könnte. Schwerkämpfer, ja, dann können antike Regeln ausspielen, ist ja schön und gut, aber das bringt mir alles nichts.
Dann hat er wieder dieses scheiß Lichtschwert da draußen. Er muss die erstmal zerstören und dann könnte ich da ein bisschen was machen. Dann wäre es möglich. Total dreimal seine Fuckherzen der Dingsbums draußen, Alter. Da fragt man sich halt, kann Kaiba überhaupt gewinnen, das Duell? Nein, jetzt hat er noch schwarzes Loch, willst du mich verarschen? Er hat schon zum zweiten Mal eingesetzt, die Scheißkarte. Ja, warte mal, stimmt gar nicht, wahr? Doch. Warst du vor dem anderen Duell? Das gegen Joey, das Joey eingesetzt hat? Nee. Ah, Topftagier, da gibt es die Karte auch noch. Mal ganz kurz gucken, hat der fucking Typ zweimal, der hat zweimal schwarzes Loch drin. Das ist eine neue Bandlist? Könnte sein, wahr? Wenn ich sogar zweimal drin haben darf. Mann, nee, darf ich vielleicht irgendwas Brauchbares haben? So, komm, Mann, Illusionen. Mann, wo sind meine weißen Drachen? Ich habe drei Stück im Deck. Wo sind die? Also ich hoffe, es ist okay, dass er drei Stück im Deck hat. Sonst werde ich langsam sauer. So, zurück auf die Hand mit dir. Dankeschön. Ah, die guten alten Karten, die kenne ich alle noch. Ha, ist das schön. Das ist das scheiß Ochse, hey. Soll man ihn ein paar, dann noch mal ein bisschen animieren zum Angreifen. Damit er halt seinen Monster im Angriffsmodus lässt. Falls du dann gleich mal irgendwann in 10.000 Jahren mal einen weißen Drachen haben sollte. So, Lichtschwerter weg. Er maximal nur eins im Deck, hey, mehr kann er nicht haben. Nein, das glaube ich nicht. Jetzt kommt der fucking Schnappstahl. Was hat denn der für Karten, ey? Ganz ehrlich. Aua. Ah. Toll. Die antike Regel hat er viele mittlerweile. Schön. Aber bringt mir nichts. Die Scheiße. Was sind meine weißen Drachen? Kaiba, was ist los mit dir, Kumpel? So. Der hat voll die krassen Karten. Und zweimal Lichtschwerter, zweimal schwarzes Loch, Schnappstahl. Natürlich, bring noch Monster-Reanimation. Hä, hey, wieso bringst du nicht? Okay. Dann schon fast, wird es einen schwarzen Magier bringen. Aber ne, er will unbedingt die fucking Exodia rufen. Nochmal, willst du mich verarschen, ey? Alter. Komm, wie war das Spiel dem mal? Könnte ich ihn wieder zum Angriff animieren? Er ist ein bisschen kacke drauf, der gute Junge. Ja, halt den angreifen, schicke ich mein eigenes Monster zurück, das ist ein bisschen doof. Und vor allem kriege ich ja so eigentlich immer schön noch 1000 Lebenspunkte. Warum das überhaupt Schnappstahl und jetzt Schnappstrahl heißt? Naja. Schnappstahl. Stahl, wieso Stahl? Ah, er baut Karten zerstören, das wäre jetzt ganz geil. Ende haben wir gewonnen. Der Richter. Ja gut, kann ich zumindest mal die antike Regeln spielen, ja. Also mein halbes Deck ist du und haben keinen einzigen weißen Drachen auf der Hand gehabt. Und vor allem ist Kaibas Deck so vollends einfach lame. Also auch langsam und so. Und Yugis Deck ist voll abgespaced, kann man sagen. Schon mal Verdammung stoppen machen, irgendwie. Das bringt noch nicht so viel, aber. Die weißen Drachen kommen eh nicht mehr, also ganz ehrlich, Leute. Den zweiten Zangarn, ernsthaft? Ja, komm. Wenn das sein muss.
So. Ja, wird eh gleich vorbei sein. Ich habe echt so ein Kartenpech gerade. Also spätestens 7 Zügen ist es vorbei, weil dann hat Yu-Gi-Oh! Die Exodia komplett. Oh. Vielleicht irgendwo mal einen schweren Sturm oder sowas? Seine Karten zu zerstören? Klar, jetzt kommt der weiße Drache, jetzt wo ich nicht mehr brauche. Komm, ist was. Wir aktivieren einfach mal aus dem Grund, damit wir mal die Animation sehen. Der weiße Drache mit dem eiskalten Blick. Zumindest offiziell. So. Den Angriff kann ich eh nicht. Und ganz ehrlich, war ein Schnappschlatter vermutlich nicht. Aber er wird gleich die komplette Exodia auf der Hand haben. Ja, da bringt mir alles nichts. Ich kann unendlich viele Lebenspunkte haben. Wenn er nachher die Exodia komplett auf der Hand hat, bin ich so oder so im Arsch. Das ist doch kacke, Mann. Hat er überhaupt alle 5 Teile der Exodia im Deck? Nur mal so, by the way, weil bin ich nicht ganz so sicher. Ja, da kann ich dann gerade auch ein ziemliches Kartenpech, wa? Komm. Er zieht jetzt 3 Karten, also irgendeine davon wird dir wohl das letzte Teil der Exode sein, die ihm noch fehlt. Ja, sage ich ja. Ein bisschen Anime-Feeling. Kacke, Mann! Raigeki, oder wäre jetzt auch geil gewesen. Ich muss nochmal ran. Gut. Wir hatten vorhin Kaiba, Freunde. Da haben wir kein Glück gebracht. Jetzt machen wir mit Yugi, komm. Hä? Das Gespräch kennen wir schon, Freunde. Das Gespräch zwischen Kaiba und Yugi und seinem Großvater. So. Jetzt also mit Yugi gegen Kaiba. Ich wundere mich gerade, hatten wir das vorhin als Kaiba, also als Kaiba gespielt habe, gar nicht das Gespräch? Krass eigentlich. Alter, zweimal schwarzes Loch auf der Hand, ist klar. Yugi ist also für ein krasses Deck. Also für Anfangsphase. Was? Nee, will ziehen. Hä, hey, hat er erst 5 Karten auf der Hand? Ich muss auch ziehen. Hä, ist eine neue Regel? Normalerweise beginnst du mit 5 Karten, aber du ziehst trotzdem noch mal eine Karte. Okay, ist wohl eine neue Regel. So. Ich spiele mal nur einen Monster-Verteidigungsmodus, das war's. Mehr braucht's erstmal nicht. Gönn dir, Kaiba. Gönn dir, Kaiba. Natürlich hat er wieder was für ein Schwein. Ja, servus. Ja, natürlich. Ruf an den Ochsen. Du bist auch so ein Ochse, ey. Aha. Zwei Monster, eine Karte verdeckt, der von mir aus. So, erstmal ziehen. Das ist geil. Das ist Sparta, jetzt aber 3 Gegner drin. So. Erstmal ein schwarzes Loch, komm. Das mag sie doch Kaiba, oder? Dann rufe ich mal Mammutfriedhof. Ne, erstmal aktiviere ich elegante Wohltäterin. Kann ich mal 3 Karten ziehen, dann lege ich nachher 2 ab. Gehe ich auf die Exodia? Ich muss ja fast, oder? So, komm, auf dem Deck ein bisschen schneller.
Dann rufe ich den wilden Kobold im Angriffsmodus. Oh, ist der süß, wa? So, wilder Kobold, greif mal Kalmas Lebenspunkte direkt an. Danke! Was? Nein! Fucking Schattenzauber. Kalba, ich hasse dich. Aquamadur. Hör du mich auf. Au! Ah, diese Schmerzen. Noch eine Fallenkarte? Oh, Sangan, danke! Setz ein Monster verdeckt im Verteidigungsmodus. Und bei dem einen Zug. Ja dann, Kaiba, zeig mal, was du kannst. Gib's mir. Was kommt, der Richter? Ja, ja. Der fucking Richter. Die Gabel müsste schnell fahren. Danke. So. Das Exodia-Teil bringt mir jetzt noch nicht so viel. Theoretisch könnte ich eigentlich nochmal die Exodia rufen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Deck das gleiche ist, was wir vorhin hatten, gegen das wir vorhin gespielt haben. Daher nehme ich jetzt nochmal einen Sangan, um immer mein Deck ein bisschen auszudünnen. Dann hoffe ich jetzt mal, dass ich irgendwie wieder einen Speed bekomme. Oh, noch ein weiterer Exodia-Card, okay, geht auch. Das anders sein können, irgendwie ein Topf der Gier oder sowas. Wäre doch auch nett gewesen. Voll die Pekinesen. So. Ruf mal noch einen letzten Sangan. Die Draw-Phase. Oh, Kuribo. Auch nicht schlecht. Komm, jetzt was. Ich setze nochmal ganz kurz einen Sangan. Ich lasse meine Zauberkarten noch in der Rückhand. Weil selbst wenn er jetzt einen ganz fiesen Zug auspacken würde, mit dem weißen Drachen und so, ich hätte noch Kuribo in der Hinterhand. Was? Gyakudeno Megami. Die Karte kenne ich auch, aber so ein Scheißname. So. Jetzt mal was für ein Angriff, wenn er so schlecht war. Oder für die Verteidigung. Ich meine generell, mir finde ich mehr so viele Exodia-Teile. Komm, geh mal auf den Kopf. Na ja, komm. Hey, Kuribo, guck mal. Kuribo. Tja, Kai war doof, wa? Schwarzes Loch. Genauso wie meine Brieftasche, kann ich gerade sagen. So, mir fehlt noch ein Exodia-Teil. Das ist natürlich jetzt einerseits cool, andererseits doof. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich kann mal was verteidigen, ganz ehrlich. Ah, das tat weh. So. Die mystische Elfe, dankeschön. Auf die habe ich gehofft. So, jetzt irgendwie doch wieder mal eine Speed-Karte. Man jugelt irgendwie drei Stück von dem Deck. So von wegen, nee, wenn du normales Monster ziehst, dann zieh eine weitere Karte. Ich weiß den Namen nicht mehr von dem Teil, aber von dem hat er ein paar. Griffo, ja, geht theoretisch auch. Aber ich lasse es mal noch, weil ich weiß nicht genau, ob er auch noch ein schwarzes Loch und so in der Rückhand hat oder ein Raigeki oder was auch immer. Aha, einfach nur zum Demonstrieren. Hey, ich habe eine Würgeschlange. Hey. Okay, jetzt habe ich doch schon ein paar Monster. Kann ich glaube doch mal einen Griff von. Ja, könnte ich theoretisch setzen. Das Problem ist, hat man jetzt irgendwie angreift. 3100 ist noch nicht so viel. Ich setze mal noch einen Steinsoldaten. Ja, komm. Auch ein Angreifer, der kriegt da einfach eins auf die Mütze.
Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Das wäre klar. Hallo, weißer Drache. Das war ein zweiter übrigens. Die Schmerzen. Die Lichtschwerter finde ich auch geil. Das ist ein geiler Move, kann ich ein bisschen auf Zeit spielen. Natürlich schade, dass ich noch kein Speed-Ding richtig drin habe. Dass es ein bisschen schneller geht, aber hey. So, Kaiba, drei Züge. Du kennst es ja. Kampfochse, ja, ja. Ruf nur deine Monster, dann lohnt es nachher Raigeki umso mehr. Ja, guck mal, kann ich auch. Geflügelter Drache und Hüter der Festung im Angriffsmodus. Einfach mal ein bisschen zu choken. Na, Kaiba? Ja, die normalen Monster kommen. Mir fehlt aber die eine Zauberkarte. Ist irgendwie gerade ein bisschen. Ich krieg langsam ein bisschen Schiss, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Das war's mit den Lichtschwertern. So, Herz der Karten bitte. Oh, danke schön, Herz der Karten. Ah, du bist ein gutes Herz der Karten. Wobei, was anderes wäre nicht schlecht gewesen. Irgendwie hätte es ein bisschen mehr Speed reinzubringen. Ne? Ein bisschen ruckzuck, zack, zack und so. So, wie gewohnt, Freunde. Nicht wundern, weil wir schon bei 37 Minuten sind. Ist ja die erste Folge. Deswegen geht es wieder mal ein bisschen länger. Hey, ist ja klar. So, jetzt haben wir den verdeckt. Nachher bald mal auf ein Ding losgehen. Soll ich aber zum Angriff übergehen? Und noch irgendwie 15 oder 16 Züge abwarten, bis ich die Exodia ziehe? Nee. Ja, natürlich ein verdecktes Monster. Wird das irgendwie der Fallenbrecher sowas sein? Fallenstelle oder wie auch immer das Vieh hieß. Okay. Okay. Ja gut, wir haben zumindest schon mal alle drei weißen Drachen gesehen, die am Deck hat. Und ich hatte vorhin nur einen einzigen. Zum absolut scheißigen Zeitpunkt. Ja gut, da sind mir ein paar weiße Drachen zu viel, Freunde, ganz ehrlich. Okay, Kaiba muss ja langsam ein bisschen abgefuckt vorkommen, ganz ehrlich. Ah, die antike Lampe, so, so, also die Lampe des Shins. Oder die Wunderlampe, oder wie auch immer. Ja, ruf mal deinen Shin. Wisst ihr was, Freunde? Ich würde gerne mal zum Angriff übergehen. Ah, jetzt kommt endlich mal die Karte. Nein, endlich. So. Herz Unterlegenen, bitte, dankeschön. Ich habe drei Stück von der Karte im Deck, also ganz ehrlich, so. Jetzt reicht es mir, geht zum Angriff über. Raigeki! Alle Karten sind im Arsch von ihm. Ich mache zum Angriff über. Ich habe eh noch die Lichtschwelle draußen, also auch wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, Macht des Spiegels bzw. Spiegelkraft hätte oder sonst irgend so eine Scheiße. Wäre jetzt nicht so tragisch. So, Freunde. Ernsthaft? Bei ihm ist es so sein, gut, er hat die meisten Angriffspunkte, ja. Von allen Monstern. Das stimmt natürlich.
mal wohlgemerkt, hey, Yugi hat im Deck eigentlich noch einen schwarzen Magier und dann noch irgendwie Gaia, Ritter der Finsternis und irgendwie noch, wie ist er schon wieder? Der Drache, Flut des Drachen. Beauftragten der Dämonen müsste auch noch drin haben. Also eigentlich hätte er noch ein paar starke Monster im Deck. Theoretisch. Oh. Na gut, ich habe eh keine starken Monster, von dem her. Das bringt dir nichts, Kaiba. Dankeschön und das war's. Das Deck meines Großvaters enthält keine ehemaligen Karten, Kaiba, denn es enthält die unbesiegbare Exodia! Tja, du spielst nur um Macht, Kaiba, deshalb hast du verloren. Aber wenn du dein Herz in das Spiel steckst, dann steht die Welt dir offen. Schnell sprach er sich herum, wie das Duell ausgegangen war und ein mysteriöser, einäugiger Mann hörte von Yugis Sieg. Anscheinend wurde der Kaiba-Junge in einem Duell besiegt, wa? Ich muss mehr um diesen Yugi-Mutter erfahren. Dankeschön. Ja, Freunde, damit kämen wir jetzt zur die unbesiegbare Riesenmotte. Und wie wir schon damals beim Let's Test gemacht haben, machen wir es auch heute wieder so. Ich sage vielen, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zusehen. Den nächsten Part machen wir die unbesiegbare Riesenmotte. Ich wollte ursprünglich eigentlich das noch in diese Folge packen, aber ganz ehrlich, das Herz erkannten, das war ein bisschen doof von Kaibas Seite her. Ist lange gedauert. Und ja, mal gucken, was noch alles leben werden. Ich meine, grund genommen kennen wir ja sicher mal die Geschichten von Yu-Gi-Oh! Und Co. der ersten Staffel, da gibt es einiges noch zu tun, wie man hier sieht. Oder auch gewisse Kämpfe ein bisschen creepy sind. Und dann Silhouette und gewisse Dinge halt auch übersprungen werden und so, hä? Aber ja, das ist ein anderes Thema denn. Wenn es soweit ist, nach machen wir halt eins am anderen. Also nach Yu-Gi-Oh! Kommt dann GX, 5Ds. Da bin ich eigentlich noch up to date und sowas alles so da im Vorkommt. Seal habe ich nur bedingt geguckt oder mich irgendwie dafür interessiert. Arc 5 ein bisschen mehr. Auch da bin ich zum Teil ein bisschen raus und Reigns kenne ich gar nicht. Und da geht es um die Link-Beschwörungen und so. Neuer Duell-Monster-Typ. Auch da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ich hoffe ihn natürlich auch, dass ihr auch darauf gespannt seid, wie es dann weitergehen wird mit Yugi und KKG. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, Link Evolution. Ciao zusammen!